Hey, ich bin Timo. Heute regnet es voller Einsen. Also nicht wie bei mir damals in der Schule. Hier gibt es Platz 1 für so jeden möglichen Bereich. Bester Nischenduft, bester Designer, bester Teenie-Duft, bester unterm Radar, bester Club, bester Date. Ach, so viele. Und zwar so viele, dass der ganze Tisch voll ist. Mehr kriege ich hier nicht unter. Wir haben richtig viel zu tun. Hast du noch weitere Nummer 1 von Bereichen, die hier gar nicht dabei sind, weil mein Tisch halt voll ist, gerne mal kommentieren. Aber ich habe dir auch eine kleine Schablone gemacht. Da kannst du mal, ja, für die Bereiche, die ich hier habe im Video, auch deine Nummer 1 jeweils reinschreiben und kommentieren. Ja, das gibt's hier alles als kleinen Service. Aber nun nicht so viel reden, Timo, denn wir haben hier so viel zu tun. Also, ab geht's. Wir beginnen locker flockig mit der beste Designer. Die allermeisten werden wissen, was jetzt kommt. Das ist natürlich Jean-Paul Gaultier's Le Male Elixir. So sexy, süß, würzig, männlich. Was für ein toller Duft, der im Jahr 23 released worden ist. Das war der beste, finde ich. Und oh, er ist immer noch sowas von sexy gut. Hier ist so viel Süße drin. Tonkabohne, Honig, oh Mann, ja, und dieser Tabak hier drinne macht es schön männlich, sexy. Also, wer den noch nicht kennt, was ich kaum glauben kann, dann den mal ausprobieren, ist für mich Nummer 1 in Sachen Designer. Nummer 1 in Sachen Nische, den habe ich bekommen, aber den fand ich auch vorher schon so toll, ich wollte den unbedingt haben. Und danke, ja, Roger, ich habe ihn bekommen, der beste Nischenduft. Ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie der riecht. Das ist Manhattan. Das ist einfach eine süße, vanillige, zimtige Wolke mit so, ja, Kokos-Grasblan mit drinne, würziger Tabak, magst du solche Parfums wie zum Beispiel Naxos? Ich sag dir, das ist nochmal ein Level drüber. Ah, ist der geil. Den trage ich aktuell nur noch. Und ich habe mir den auch schon lange gewünscht gehabt. Jetzt wurde mir der Traum erfüllt. Grüße gehen nochmal raus. Roger, geil, ja. Und ach, ist das ein Traum. Ich komme zu sehr ins Schwärmen. Also, das hier ist jetzt der beste Freshie. Na, was kann das sein? Natürlich der Imagination oder Imagination, ja. Das ist der beste Freshie für mich. Diese wunderbaren Zitrusnoten treffen auf etwas Tiefe und Eleganz, ja, mit Ambroxan und schwarzer Tee. Also, ich weiß, der ist teuer, aber besser geht's nicht. Eine sehr einzigartige Freshie-DNA und der ist einfach nur genial. Sagt nicht nur ich, sondern viele von euch auch. Ist der beste Freshie. Von Freshie zu dem besten orientalischen Duft. Das habe ich so 2-3 Mal. Ich konnte mich nicht ganz entscheiden. Also dachte ich, Timo, mach es doch einfach mal ganz straight. Und zwar mit dem hier. Wir bleiben bei Louis Vuitton Ombre Nomade. Ich weiß, der hat so viel Hype und die Leute werden sagen, ach der, nein, nein, es gibt noch so viele andere, ja. Alexandria 2 und keine Ahnung, hast du alles nicht gesehen. Aber komm, wir blenden mal den Hype aus um dieses Parfum. Und es geht nur um die Duft-DNA, dann ist das doch einfach ein Kracher. Ja klar, der kostet auch 400 Kracher. Haltbarkeit ist sowas von übelst krass. Ein Sprüher, das reicht für den ganzen Tag, meine ich ehrlich. Also ich werde davon immer krass wahrgenommen. Da gibt es auch manchmal einen kleinen unangenehmen Spruch, weil das schon ein sehr heftiger Duft ist. Ja, also Weihrauch, Oud, dann diese leichte, süße Himbeer hier drin ist einfach ein King. So, wir bleiben schon irgendwo orientalisch, aber das hier ist für mich der beste fruchtige Duft derzeit. Infusion Valence, das ist einfach Brombeere, Himbeere auf Oud gepackt. Der ist so stark, sexy, süß. Trotzdem dieses dunkle Oud hier drin, oh, ist der genial. Also, ne? Da reicht auch dieser kleine Flakon, sag ich mal, denn auch der hält richtig krass und gut. Krass und gut ist auch der Nummer 1 in Sachen Lederdüfte. Da werden auch viele sagen, nee, das sehe ich anders, aber ist ja meine Liste. Hier wurde Leder anders gedacht. Das ist von Schwarzlose Berlin Leder 6. Rauchiger Weihrauch,
trifft auf so sexy, verruchte, milchige Noten. Und dann hat das Ganze auch, na klar, Leder, aber auch noch so eine süße Vanille drin. Das ist schon urig, interessant. Babylon, Berlin-Style. Wow, also Leder 6, das ist mal Leder in anders, absolut kein Blindkauf, aber wenn du Lederparfums magst, die einen etwas anderen Twist haben, hier mal das Näschen dran. Der beste Unisex-Duft ist, komm, machen wir ganz schnell, wow, ich sag immer Australien im Flakon, das riecht nach Sonne, das riecht nach Duschgel halt auch, ja. Zitrisch, moosig das Ganze, mit der neuen Cap, eine super Haltbarkeit. Na, das müsste dann so goldig irgendwie sein. Das ist einfach ein wunderbarer Sommerduft, kann jeder tragen. Ist eines der Düfte, die am meisten mir nachgekauft worden sind. Warum? Weil der einfach so freshy-mäßig sommerlich ist. Der macht auch gute Laune, ne? So, was ist denn der beste Allrounder/Signature-Duft? Das ist der hier, ne? Leighton von Parfums de Mali, leicht duschgelig zwar. Das ist das Einzige, was vielleicht so ein bisschen negativ sein kann hier, okay? Aber mich stört das so wirklich gar nicht. Das wird mir auch immer gar nicht so sehr bewusst. Klar, wenn ich das riechen will, dann kommt das schon so ein bisschen hervor. Okay, aber ansonsten, schöner Apfel, süß, auf Hölzer gelegt, bam. Hast du einen recht schlichten Duft, der aber wunderbar funktioniert, Komplimente gibt und dich super riechen lässt für jede Situation, bam, da kann man den nehmen. Jetzt wird der eine oder andere wieder sagen, ah, das sehe ich anders, für mich. Beste Haltbarkeit und Sillage, Achtung, 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 in Sachen Preis-Leistung dann auch, ne? Klar, so ein Ombre Nomade, super, hält der, ne? Zahlst aber auch 400 Ocken dafür. Hier zahlst du deutlich weniger, 50 ml für unter 100 Euro und der hält und hält und hält. Also, der Beste in Sachen Haltbarkeit und Sillage, wo ich aber auch das Geld immer schön hier auch nochmal mir angucke. Das ist der Arabian Tonka von Montal. Alter Schwede, hält und hält und hält der. Der ganze Laden wird gefüllt, wenn man den trägt. Habe ich letztens wieder einen angesprochen. Der hat ihn schon gar nicht mehr gerochen. Ich war ganz hinten bei der Fleischtheke nach Schnäppchen geguckt, ja. Und ja, dann gehe ich an der Kasse und spreche ihn drauf an. Ah, trägst Arabian Tonka? Ja. Ich rieche den gar nicht mehr und ich habe den ganzen Laden gerochen. Ja, ein orientalischer, süßer Duft, sehr viel Tonkabohne, Zucker drin, Rose Oud so für den orientalischen Background. Boah, richtig starkes Teil. Bester Office-Duft, come on. Das ist natürlich L'Homme von Prada, die luxuriöse Seife, der Saubermann schlechthin. Mmh. Ja, also der beste Duft auch für ein Bewerbungsgespräch, nochmal so als kleine Nebeninfo. Ein Iris-Duft, ja, putrige, frische, mit dem macht man bekanntlich überhaupt nichts falsch. Der beste Club-Duft, ah, auch das war sehr schwer, ne? Aber auch hier habe ich mal ein bisschen geguckt, so nach dem Geld, weil wenn man ja ein bisschen jünger ist, geht man in den Club. Ich zum Beispiel, mich würden sie gar nicht mehr reinlassen, ist aber auch okay. Ich hänge lieber samstags auf dem Sofa und gucke Seinfeld oder so. Das ist Club Black von Mercedes. Das ist ein, ja, ich würde mal sagen, angebrannter Vanilleduft, ja, weil hier ein bisschen Weihrauch ist, für dieses rauchige, sexy, süße Vanille. Den im Club, gibt Komplimente, macht Spaß. Könnte ich noch in den Club gehen, ich würde den auf jeden Fall tragen. Bester Clubduft, der Club Black. Jetzt werden die Leute wieder ausrasten, wenn sie meine Wahl hier sehen, für den besten Date-Duft. Ich habe mal kurz überlegt, würde hier nachher so eine süße Dame klingeln, so aus Schweden, Carlotta. Und ich würde diesen Duft nehmen, weil es ist für mich gerade der, der am besten passt. Er ist dunkel, er ist fruchtig, er ist frisch, den kann ich immer nehmen. Selbst wenn sie im Sommer kommt oder Winter, ich muss da hinfliegen nach Schweden. Ganz egal, auch wenn da minus 17 Grad sind, der passt einfach immer. Ist sehr elegant. Ja, er ist sehr teuer. Drittens, Timo, sag endlich, welchen Duft du da hast. Wo die meisten sagen, ach nee, auf gar keinen Fall. Ja, ich habe wirklich absolut Aventus dafür genommen. Das ist einfach der tiefere Aventus, ne, mit viel Ambroxan für diese Tiefe. Ja, schwarze Johannisbeer, Ananas weiter zurückgenommen. Der ist sehr elegant, der ist sehr schick, sehr edel und überragend teuer. Aber jetzt habe ich ihn nun mal hier und das ist für mich so der Date-Duft überhaupt. Gentleman-mäßig, trotzdem auch irgendwie, ja,
total hip, dieser Duft. Mhm. Von hip zu Classic. Welche Überleitung. Der beste Klassikerduft, der beste, ja, wollte ich erst Le Male nehmen, aber das ist mir noch nicht classy genug. Nein, wir gehen mal in die 60er, denn das ist einfach noch ein bisschen älter, ne? Das ist der En Sauvage von Dior. Ein frischer Zitrusduft. Das passt zu so einem Don Draper auch im Sommer, ne? Vielleicht kennt ihr die Serie. Ja, Zitrone, fast schon auch irgendwie cremig. Das kann auch so ein James Bond tragen von damals. Also, wäre ich damals schon geboren, ich hätte den getragen. Nein, auch wenn ich so alt aussehe, da war ich noch nicht am Start. Von Klassik zur Moderne. Und das ist für mich der beste moderne Duft aktuell. Dior Sauvage Elixir. Warum? Weil sie genau das den Leuten geben, was sie verlangen heutzutage. Starke Haltbarkeit, sehr starke Sillage. Preis ist noch in einem machbaren Bereich bei 110 €, ist super viel Geld. 100%. Aber das ist so noch überschaubar. Ja? Wenn ich andere Parfums so in meiner Sammlung sehe, da muss ich nochmal kurz überlegen, ob das so, hätte ich mir auch, naja, fast ein Auto kaufen können bei dem einen oder anderen Duft. Ne? Und hier hast du einen auch Allrounder, ja, den kannst du immer tragen. Ne? Würzig, holzig, leicht süß, leicht frisch, mit so einer richtig schönen Lakritznote. Hat auch ein bisschen was, ein 80s-mäßige, was man aber in diese Neuzeit geremixed hat. Ey, Dior Sauvage Elixir, der fällt auf, der ist cool, immer und überall tragbar, ist für mich der beste moderne Duft. So, was mögen die modernen Teenies so? Hier kommt der beste Teenie-Duft und das ist einfach, ah, der ist richtig sexy, Mann, richtig gut. Auch den als Allrounder, ne? Versace, Eros, genau, das EDT. Diese frische, belebende Minze trifft auf diese süße Vanille. Bam, Alter, zum Sport, für den Club, für die Schule. Das ist für mich der beste Duft für Teenager, neben dem letzten Duft, der heute kommt. Ah, okay, Dior Sauvage Eros. Für viele so ein NPC-Duft. Ich sag, hört auf sowas überhaupt nicht. Einfach tragen, worauf du Bock hast. Ich muss es halt immer wieder sagen, weil viele lassen sich da vielleicht auch blenden, weil viele dann immer sagen in den Kommentaren, gerade bei TikTok, ja, das trägt man gar nicht mehr und bla 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 bla. Nee, Mann, trag das, worauf du Bock hast. Und das ist ein super Duft. Auch nicht nur für Teenager, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, der beste Sheepy, was auch kein Dupe ist, das ist für mich der Pure Black Intense von Marble Man. Ja, würzig, süß. Ne? Kardamom gibt dir diese elegante Würze, Toffee, dieses süße Hölzer dazu. Und zack, hast du für teilweise 15 € auf 125 ml einen richtig coolen Duft. Wahrscheinlich eher, wenn es kälter ist. Elegant, schick riechen. Der ist aus der Drogerie, riecht aber nicht so flach wie viele anderen. Geil. Der beste Duft unterm Radar, über den man viel zu selten spricht, aber ich zum Glück schon, das ist dieser mandelige, sexy Duft, wenn du mal wieder zum Griechen gehst. Das ist der L'Homme Ideal, das EDT. Oh, ist der schön lecker und süß. Na, mit Mandeln, süße Tonkabohne, leichtes Leder hier dabei und Zitrusfrüchte. Ein wunderbarer Duft zum Ausgehen abends. Ja, na, für so intime Dates bei, es klingt wieder so klischeehaft, aber bei Kerzenschein und so, da kann ich mir den sehr, 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 sehr gut vorstellen. Den gerne mal probieren. Der ist total unter dem Radar und bekommst du für unter 50 € ja, für 50 ml. Eine Nummer 1 habe ich noch und das ist der beste Dupe. Ja, so, mehr Platz war nicht auf meinem Tisch. Der beste Dupe für mich, wer kriegt den Preis? Theo Rem. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Tourale T. Blue, aber der ist nochmal näher am Original, kostet 20 €. Wow, ne? Ein frischer, zitrischer Duft, Grapefruit-artig, mandarinig, Ambroxan, bam, der riecht einfach überhaupt nicht wie 20 €, der riecht wie so ein Louis Vuitton Freshie, hammergeiles Parfum für 20 €, Hammer, wirklich. So, und was sind für dich die Nummer 1? Gerne mal kommentieren. Nicht vergessen, Daumen nach oben und natürlich mir folgen, denn ich bin der beste, kleinste Parfum-YouTuber, den es gibt. Euer Timo. So verabschiede ich mich mal. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Hoffe ich mal. So, bis bald. Ciao.